So, wir haben uns Saga schnell aus der Halle geholt während der Proben, um sie hier ein bisschen vorzustellen. Weil wir gerade von Proben gesprochen haben, ist das Proben eigentlich für euch bei solchen Anlässen eine wichtige Angelegenheit, um nochmal die Lieder richtig zu checken, oder mehr eine Frage, die sich auf die Halle bezieht und auf das Equipment, das immer neu eingestellt werden muss? Because you did rehearse at the moment. Is rehearsing for you to get the songs again in and to train the singing again, or is it just because of the hall, because of the equipment? Do you need really rehearsing? It's more sound check than anything else, yeah. And for the cameras, so that they know what we're going to do when we get on stage. Wenn sie also proben, dann ist es nicht so sehr, um die Lieder nochmal reinzukriegen, sondern einfach, um die Halle ein bisschen kennenzulernen und einfach, um die Instrumente durchzuchecken, Soundcheck also. Saga, eine Gruppe, die ja in Deutschland eine Menge Fans hat, obwohl man natürlich bei uns naturgemäß ihre Texte kaum versteht, und ich glaube, dass gerade bei Saga es wichtig ist, die Texte zu verstehen, weil sie sehr lyrisch sind und weil sie viel Arbeit drinsteckt. You got a lot of fans in Germany, which of course mostly don't understand the text you do, and I think the Saga text are important. Because a lot of lyrics in it. Have you got the feeling that people know what about you sing in the hall outside? Yeah, I think so. Like, when we do shows, there's lots of people singing along. Sometimes Michael even stops singing because the audience knows the words, more so than English-speaking audiences. Also ganz interessant, Saga hat überhaupt keine Probleme damit, dass man ihre Texte nicht versteht. Sie sehen das ganz klar daran, dass also sogar es oft passiert, dass sie einfach aufhören zu singen auf der Bühne und die Leute weiter singen, dass sie sogar in Deutschland das Gefühl haben, dass die Leute da eher dahinter steigen als englisch sprechende Zuschauer in England und in Amerika. You have a lot of success in Germany. Wouldn't you prefer to be very successful in America, because the market is even bigger? Or do you think, well, it's nice to be on the German market, successful in Germany? We prefer German beer for sure. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht lieber wäre, in Amerika erfolgreich zu sein, weil der Markt da sehr viel größer ist. Und er sagt, ihm macht das gar nichts aus, weil er das deutsche Bier sehr gerne mag. Dortmund is very famous for its beer. Have you tried the beer here already? Yeah, it's quite nice. Yeah. Aha. Also Dortmunder Bier haben sie auch schon versucht. Wir sind ja aus Dortmund hier. Well, you're a little bit silent and quiet, just because I didn't ask you anything. Yeah. But without asking, what can you tell me? Hi, Germany. This is my other silent brother here. Yeah, this is the schweigende Mehrheit here, the Gruppe, die schweigende Minderheit. You're going to play on the stage? Am I going to play what? Yeah, what are you going to play on stage? Wie haben Sie das beim? Er spielt Gitarre. What guitar is it? Bass or? No, six-string lead guitar. There's only one guitar in the band. He's the bass player. Er spielt also die sechsseitige Gitarre. Is it that gives you, you know, a six-string guitar gives you the romantic sound or whatever? Is it very important for a group to have you know, such a kind of feeling music? I think give the feeling to the music, because the drum and the bass gives more the drive, but the feelings coming by you, is it true? Yeah, they all come from me. All of them. Also die romantische sechsseitige Gitarre gibt ja mehr das Gefühl für die Musik, hier Schlagzeug und Bass. Also er ist derjenige, der für die romantische Stimmung bei Saga verantwortlich ist. Okay, thanks a lot. Okay, see you on stage.